Was hat die Welt diesmal für mich vorbereitet? Finden wir es heraus. Auf geht's in die beliebten Level auf sehr schwierig. Und weil ich sowieso immer mehr als 5 Level spiele am Ende, fange ich diesmal mit dem 8. Platz an. Eines davon, wie ihr gesehen habt, habe ich eh schon abgeschlossen, obwohl ich mich gar nicht erinnern kann, wann das war. Infernal Garden Reaping von Dremmy. Den habe ich letztes Mal gespielt. Oder zumindest ein Level. Weil er auch in der besten Liste vertreten war. Und das war, glaube ich, ziemlich gut. War das nicht sogar auch schon so ein Himmelsgarten? Heppa! Ach, den muss man erneuern, wenn man da weiter will mit dem Spin-Jump. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, der wird einfach fortgesetzt. Aber nein, man muss extra nochmal damit abspringen. Ja, da habe ich mich nicht getraut. Falsche Richtung. Die ist aber auch so plötzlich liegen geblieben irgendwie. Aber der Pfeil ist absolut akkurat. Halt, stopp! Wow! Und der wird nach oben gebounced. Das hat man so spät gesehen, dieses grüne Trampolin hinter den grünen Ranken und dann auch noch zu 80% vom Buhu verdeckt. Das ist der Hammer. Das macht fast den Eindruck, als könnte man den Wickler an jeder beliebigen Stelle treffen, als wäre das völlig egal. Yes! Checkpoint ist das wert. Sehe ich aber auch so. Und es geht weiter mit Spin-Jumps. Obwohl nicht unbedingt. Wenn ich ein bisschen früher rübergehe. Oha, ja, dann reicht das aber gerade so. Habt ihr das gesehen? Der Cooper, der aus seinem Panzer rausgeschossen worden war, der ist an der Stelle vom Swamp weitertransportiert worden. Wie cool ist das denn bitte? Oh, da ist wieder so ein Wickler. Zweimal? Mhm. Und ich fass es nicht. Wie hat er das denn hingekriegt? Dass das am Ende passt? Wow, das Level hatte ein paar Setups. Hut ab. Normalerweise, wenn man sowas versucht, ja, solche präzisen Timings, dann ist das wahnsinnig schwer umzusetzen. Weil jeder Spieler spielt ein bisschen anders. Und dass das dann wirklich perfekt hinhaut, das ist so schwer. Respekt! Ich glaube, diesen Dremmy muss ich mir auch mal genauer unter die Lupe nehmen. Was ist das eigentlich? Das sieht voll merkwürdig aus. Und das hat nur 0,02%. Ist das ein Glitch-Demo oder sowas? Das ist ja merkwürdig. Was hat das denn in der besten Liste zu suchen? Puff. Vielleicht hat das jemand Bekanntes gemacht? Erreiche das Ziel, ohne den Boden zu berühren. Ja gut, den Anfang kann ich mal probieren. Und das Level ist nur 10 Sekunden lang. Na, funktioniert das nicht mehr? Ich dachte eigentlich schon. Ich weiß nicht genau, wann man den Panzer werfen muss. Der Weltrekord, ey. 9,966. Dude! Muss ich mich ducken? Muss ich mich ducken, damit das funktioniert? Lel. Wann habe ich denn jetzt bitte da den Boden verlassen? Was ist das denn für ein Quark? Kann eigentlich nur daran liegen, dass man die Tür irgendwie auf dem ersten Frame, wo es geht, betritt oder so ähnlich. Weil ansonsten kann man nirgendwo mehr Zeit rausholen und das ist ja wohl Betrug. Bin eindeutig schon an der Zielfahne vorbei und dann sterbe ich.
Dang it! Ist das etwa immer noch so wie in Mario Maker 1, dass die Donutblöcke minimal schneller fallen, wenn man sich hin und her bewegt? No! Come on! Es scheint wohl doch nicht mehr zu gehen. Ich weiß nicht, was man hier machen muss, um das Level abzuschließen. Da gibt's wohl irgendeinen ganz speziellen Trick. Es ist wirklich ein oder zwei Frames. Okay. Ich habe die Zielbedingung nicht verloren. Ich bin jetzt mal unter dem Notenblock gesprungen. Und es reicht immer noch nicht. Ich bin über die Hälfte in diesem Zielpfahl drin. Los! Schneller! Nein! Ich bin überfragt. Ich bin echt überfragt. Ich glaube, ich muss mir mal die Kommentare anschauen. Vielleicht gibt es da einen Tipp. Super schwierig. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Also besser kriege ich es nicht hin. Wenn es jetzt nicht klappt, dann gebe ich auf. Es wird wieder nicht reichen. Wow! Also, wenn ihr wisst, was man hier für einen speziellen Trick ausnutzen muss, damit man das hier schaffen kann, dann würde mich das wirklich mal interessieren. Vielleicht ist es auch nur Zufall, ob man irgendwie dieses letzte Frame noch überlebt oder nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, man muss das ausnutzen, dieser kleine Push vom Notenblock. Der drückt einen wahrscheinlich genau richtig nach vorne. Aber auch nicht immer, keine Ahnung, Mann. Vielleicht braucht man irgendwie auch, wisst ihr, was auch sein könnte? Dass, wenn man diesen Notensprung oder ganz komisch in diesen Notenblock reinspringt, dass dadurch Toadettes Subpixel verschoben wird. Und man deswegen dann den Flaggenpole erwischt oder berühren kann. Zählt aber nicht! Wow. Ich habe gewonnen und verloren gleichzeitig. Das gibt's nicht. Irgendwie, wenn ich auf dem Steuerkreuz nach unten spamme, dann komme ich an den Zielpfahl. Aber es reicht nicht. Ich krieg das Leben und sterbe anschließend trotzdem. Wie krass ist das denn bitte? Tja, wenn es nicht schon jemand abgeschlossen hätte, hätte ich gesagt, das Level ist unmöglich. Ich weiß wirklich nicht, wie man das bezwingt. Inzwischen sind es auch um einige mehr Versuche geworden, wow. Naja, auf ins nächste Level, das hoffentlich ein bisschen milder gestimmt ist. Trakan, Into the Mild, Busy Buzzy Boys. Also wirklich aus dem Kopf geht mir das Level von gerade eben nicht. Das ist ja so komisch gewesen, dass man das Leben kriegt und trotzdem stirbt. Das habe ich noch nie gesehen. Naja, Entspannung. Entspannung ist hier angesagt. Ah, doch, ist besser. Ist besser. Ah! Wofür sind... Ach so, da fällt irgendwas runter. Das ist nicht für mich, diese zwei Schalterblöcke da. Yes! Entschuldigung? Also ich wurde einfach abgeboppt. Okay, das funktioniert mit reinem nach vorne halten und den Sprungknopf gedrückt lassen. Zum Glück. Zum Glück. Weil sobald ich irgendwas anderes machen muss, kriege ich sie anscheinend nicht hin.
Schön den Münzen folgen. Ah! Na, immer der letzte Sprung, der ist so ein Weiter. Aber man kann ja vorher nicht wissen, ob es der letzte Sprung ist. Fast hätte ich nicht genug Vertrauen gehabt. Aber wo hätte ich auch anderswo hin sollen? Bamski! Was geht hier denn ab? Oh! Muss ich hier überhaupt irgendwas... Frage beantwortet, bevor ich sie überhaupt gestellt habe. Ja, ich muss hier irgendwas machen. Ich muss die Panzer abwehren, das ist meine Aufgabe. Und bei 2 Treffern gegen mich bin ich nämlich down. Aber wenn ich das hier noch 2-mal mache, dann ist der Bum-Bum Geschichte. Mhm. Tschüssi. Nette Idee. Ein bisschen wie diese Tennis-Level. Nur auf größerer Ebene. GG! In der Clowns QG. Nee. Nee. Das hätte ich mal lieber sein lassen. Okidoki. Phew. Schönes Level. Wie da die Panzer hin und her geflogen sind. Das macht Laune. Full Jumps for Glory and Adoration. The Double Mountains. Hard but Fun Platforming. Von Cat Surfer. Wieder viele Namen heute dabei, die ich noch nie gelesen habe. Und das ist gut. Denn Mario Maker 1 waren fast immer die gleichen in der besten Liste vorne, weil da das Bewertungssystem anders war. Oder zumindest in der Anfangsphase. Wenn du da einmal vorne festgesessen hast, dann konnte dir auch kaum noch jemand diesen Platz wegnehmen. Double Mountain! Was denn hier jetzt so Double? Und wie komme ich überhaupt hier hoch? Soll mir das irgendwas sagen, diese Schienen hier? Wahrscheinlich geht's hier hoch. Einfach mal die Augen aufmachen. Kein Kopf über. Das wäre jetzt nämlich so meine Idee von einem Double Mountain gewesen. Oh, das Leben. Stelle ich mir schwierig vor, das zu kriegen. Und da ich's nicht brauche. Das ist lustig, wie sich diese Hintergrundbereiche fast mit dem Vordergrund verschmelzen. Tja! Ich bin am Überlegen, was mir das zeigen soll mit diesen Fragezeichenblöcken. Stellt das irgendwas Bestimmtes dar? Das hat so eine eigentümliche Form. Wahrscheinlich ein Lift oder sowas. Buff! Oh! Wie ultra knapp! Ist aber lustig. Das war was ganz anderes. So, jetzt da noch rüber. Uff! Krassomat. Dass solche Sprünge überhaupt möglich sind. Sieht nämlich wirklich nicht danach aus. Nein! Why, Bro? Tja, da gibt's wohl keine andere Möglichkeit, als wirklich vom allerletzten Kantenpixel abzuspringen. Man kann wirklich noch abspringen, wenn beide Füße schon eindeutig in der Luft sind. Aber anders geht's an der Stelle auch gar nicht. Sonst landet man im Eiszapfen. Sehr hübsches Level. Da hat sich mal was einer getraut, was nicht ständig in den besten Listen vertreten ist und hat es trotzdem reingeschafft. Nice. Voyage of a Wavering Mind. Platformer. Reset-Türen. Sich bewegende Panzer. Knochentrocken. Viel Spaß. Dann zeig mal her. Ja, Türen am Anfang. Wozu das Ganze?
Mhm. Falls man früh genug merkt, dass es nicht hinhauen wird, dann kann man es nochmal zurücksetzen. Okay. Man muss immer erstmal rausfinden, ist das jetzt so ein Level, bei dem es automatisch passt? In diesem Fall nicht. Boah, wie soll man den denn treffen, Alter? Oder soll ich vielleicht direkt rüber? Lass mich mal was anderes probieren. Vielleicht muss ich den gar nicht treffen an der Stelle. Ah. Das wäre nämlich auch ziemlich heftig gewesen. Oh, wow. Die Panzer begleiten mich durchs ganze Level. Oh, so viele Trümmerteile. Man sieht sich kaum noch. Ah! Diesmal. Checkpoint? Checkpoint. Und es geht auf die gleiche Art weiter. Diesmal mit kleinen Panzern. Uah, ich vertraue den Münzen. Okay, fällt in den Korb rein. Das macht ihn natürlich einfach zu treffen. Nein! Warum? Warum, ihr Spikes? Könnt ihr es mir nicht gönnen, dass ich eine Section one-shotte? Natürlich nicht. Ich war nicht da, wo der Pfeil hinzeigt, und der Panzer war auch nicht dort, wo der Pfeil hinzeigt. Das ist also quasi eine Mitschuld des Panzers. Boah! Dass der Knochentrocken sich hinter dem Spike versteckt, das macht's schwierig. Diese ganzen Bruchstücke, die da rumfliegen, das ist... das ist so verwirrend. Ah, oh, wo ist... Ja... Das ist merkwürdig. Ich sehe halt nicht wirklich den Grund, warum ich da auf dem Panzer zwischenlanden soll. Die Münzen zeigen das zwar an, aber mit ein bisschen mehr Schwung käme man da sogar direkt rüber. Das ist so komisch. Naja, ich mach's einfach mal so. Es wird schon seinen Grund haben. Ey, schon wieder? Der trickst einen aber auch da richtig böse aus. So, den letzten Sprung muss man ein bisschen verkürzen, aber ansonsten praktisch alles von selbst. Das war interessant. Drei Sections gebaut, in denen jeweils die Panzer quasi komplett durchgehen und man die bis zum Ende benutzt. Ah, herrlich. Auf Platz Nummer 3, okay, das Level, das ich schon gespielt habe. Platz Nummer 2, Envious Charms, Race. Ich verstecke meine Knight. Kaizo Light. Aber die Abschlussrate ist eigentlich ganz freundlich. J-Chick. Oh, nicht schon wieder solche. Hoppla, die Waldfee. Ah, dämliche Klauen, Doppelsprünge auf Panzer. Alles, was unbequem ist. Dang it. Das ist so gedacht. Wisst ihr noch, vor ein paar Wochen hatten wir ein Level, da ist auch so ein Trampolin runtergefallen. Und ich bin immer in das reingesprungen, weil ich dachte, genau das, was hier passiert, sollte passieren. Aber dann war es gar nicht so. Okay. Oh, aber es kann das fast nicht stoppen. Einmal, zweimal, irgendwo hier, dann da drüben. Und anschließend in den Muncher, genau. Warum sollte ich da hinspringen, wo die Markierung ist? Macht doch überhaupt keinen Sinn. Ist das weit, ey. Aber ich hab's geschafft. Und es ist Kaizo Light, sonst wäre da nämlich eine Falle drin gewesen.
Der fängt an zu laufen. Aber wie? Wie so ein alter Opa. Kommt überhaupt nicht in die Gänge. So. Viel besser. Wieso will ich immer in die Mancher springen? Die ziehen mich irgendwie magisch an. Wahrscheinlich, weil sie die gleiche Farbe haben wie die Panzer. Mhm. Oh, wow. Das war episch. Warum ist hier ein Schalter? Egal. Epicness hoch 10. Nein! Jetzt kommt auch noch ein großer Pilz ins Spiel. Mit denen kann man ja über die Bomben springen, was man ansonsten in diesem Spielstil nicht kann, weil man keinen Spinjump hat. Ey, ich komme an dem nicht vorbei. Das ist der ultimative Endgegner dieser Mancher da. Full abbremsen. Wie geil! Ich fass es nicht. Das wäre fast schon schade, wenn das jetzt schon das Ende wäre. Es geht noch weiter. Hoffentlich bereue ich das nicht. Ah! Da scheint das Ende zu sein. No! Noch so einer? Noch so ein dummer Mancher? Naja, ich muss einfach mit mehr Schwung da hinkommen. Ich glaube, dann passt's. Die Kante. Nope. Yep. So wird's gemacht. Einfach den Mancher gar nicht aktivieren. Oder den Block, auf dem er drauf sitzt. Sehr gutes Level. Wie fast alle. Macht einfach immer wieder Spaß. Herzchen! So, dann sind wir, glaube ich, schon bei Platz 1 angelangt. Yep. Der schon wieder. Mario Nirva. Rising Lava Platforming Part 3. 3. Tja, scheinbar hat er da seinen Mojo gefunden in dieser Art von Leveln. Habe ich jetzt die letzten beiden Parts schon jeweils als Abschluss gespielt. Mal gucken. Theoretisch müsste es wieder irgendwo eine Stelle geben, wo man nicht weiß, wo man hin muss. Boah. Aha, aha, da ist sie. Na gut, man hat es eigentlich rechtzeitig gesehen, aber meine Reaktion war schlecht. Und ist man eigentlich unverwundbar, sobald man die Röhre betritt? Ist eigentlich die einzige vernünftige Begründung dafür, dass ich das gerade eben noch überlebt habe. Ja, war sowieso nicht sauber. Bestimmt hätte mich am Ende noch was eingeholt. Was Rotes, Glühendes. Ah, nicht so. Hoppla! Diese Klauen, ey. Die machen auch wirklich, was sie wollen. Das war noch tiefer. Das interessiert mich. Das hat mich jetzt einfach interessiert. Hab ich absichtlich so gemacht. Nein, stimmt nicht. Aha, seht ihr? Da geht's nicht. Es liegt also wirklich daran, dass man in die Röhre reingeht. Sehr schön. Ein richtig kurzer, finaler Abschnitt. GG! Ja, und damit sage ich auch GG an mich. Macht das irgendwie Sinn? An euch vielleicht besser? Bis zum nächsten Mal. Ciao!